Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Ich bin hier in Hamburg auf der Kinderspiel des Jahresverleihung und habe mir mal den Christoph geschnappt. Christoph, du bist der Jurymitglied in der Jury Kinderspiel des Jahres. Jawohl. Und jetzt ist bekannt geworden, das Kinderspiel des Jahres 2019 heißt Tal der Wikinger. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses Spiel und warum ihr euch dafür entschieden habt. Tal der Wikinger ist auf verschiedene Weise sehr innovativ. Es hat eine Vermischung von zwei ganz unterschiedlichen Spielmechanismen. Einmal Geschicklichkeit und damit verbunden Strategie und Taktik. Und das ist so neu, dass wir gesagt haben, das ist einfach, das ist das Kinderspiel des Jahres. Ja. Und wie wählt ihr eigentlich das Kinderspiel des Jahres? Wie testet ihr? Erzähl uns mal so ein bisschen, wie war dein Jahr? Anstrengend ist das Jahr, denn wir gehen, wir müssen uns, wenn wir Kinderspiele testen, kann man natürlich nicht einfach die eigenen Spielerunden, die man abends zu Hause vielleicht eben mehrmals die Woche versammelt benutzen, sondern man muss sich ganz anders organisieren. Man muss vormittags sich Zeit nehmen, man muss in Einrichtungen gehen, die vormittags Zeit haben dafür. Das heißt, man geht zwei bis dreimal die Woche in Kindergärten und Grundschulen vormittags oder auch nachmittags in Grundschulen mit Ganztagsbetreuung und versucht, die Kinder zu animieren, mit einem zu spielen, was dann Gott sei Dank die leichteste Aufgabe ist. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also Spielen macht ja immer Spaß. Und welche Kriterien habt ihr denn für ein Kinderspiel? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal ganz andere Kriterien sind als jetzt für ein Spiel des Jahres oder ein Kennerspiel des Jahres. Was muss ein Kinderspiel mitbringen? Ein Kinderspiel muss auf jeden Fall eine sehr gute Spannungskurve haben. Der Spannungsbogen bei einem Spiel, Kinderspiel des Jahres, muss gut sein. Der muss durchgehend sein. Die Kinder müssen durchgehend von dem Spiel gefordert werden. Die müssen durchgehend Spaß haben. Die Regeln müssen sehr gut sein. Da darf kein Spielraum sein für Interpretation, wenn die Eltern sich das durchlesen. Denn wir müssen ja davon ausgehen, oder wir hoffen gerne, dass Eltern das Spiel kaufen, die noch nicht so wahnsinnig viel spielen. Damit die Kinder damit ins Spielen kommen und irgendwann vielleicht auch anfangen, das Spiel des Jahres zu kaufen. Und dann irgendwann später mal das Kennerspiel des Jahres zu kaufen und so weiter. Noch ein großer Unterschied zum Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres ist ja die Altersgruppe, weil bei uns, da sind Erwachsene, da ist es egal, ob die 20 sind oder 50, das spielt keine Rolle. Bei euch ist das ja was ganz anderes, weil es ja einen Unterschied macht, ob ein Kind jetzt 3 Jahre alt ist oder 6 Jahre. Wie wichtig oder welche Rolle spielt das Alter bei euch? Oh, ganz gewaltig große Rolle. Die Grenze zwischen dem klassischen Kinderspiel und dem Familienspiel wird immer fließender. Das sieht man sehr schön an einem der nominierten Spiele Fabulantica, was zwei Spielmechanismen vereint. Einmal das Spielmechanismus von Sagerland und Elfenland. Und diese Spiele sind jeweils für sich schon mal Spiel des Jahres geworden. Und jetzt wurde das als Kinderspiel des Jahres nominiert. Man sieht also, dass die Spielebranche sich inhaltlich sehr entwickelt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Und jetzt habe ich vergessen, was du gefragt hast. Ich hatte gefragt, wie wichtig die verschiedenen Altersgruppen bei Kindern sind. Es wäre ideal für uns, jedes Alter abzudecken, weil gerade auch die Empfehlungsliste natürlich, das sind ja 10 Spiele, die übrig geblieben sind von 125, die wir ausprobiert haben. Und diese 10, das ist die Crème de la Crème eines Jahrgangs. Und es wäre schön, wenn wir neben den 3 Nominierten 7 Spiele mit einer Bandbreite hätten. Das ist nicht jedes Jahr machbar, weil sowohl Spiele für ab 3-Jährige als auch Spiele für ab 6-Jährige, oft haben wir kein Mittelfeld. So, dieses Jahr waren zum Beispiel sehr viele Spiele ab 6 sehr gut und es waren auch viele für 3-Jährige sehr gut dabei, aber diesmal war in der Mitte wenig. Wir versuchen immer alles abzudecken, wenn der Spielejahrgang das hergibt, weil wir für jede Altersgruppe unbedingt etwas dabei haben wollen. Ja, dann bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für das Interview und wünsche euch auch nächstes Jahr wieder einen erfolgreichen Jahrgang und jetzt erstmal vielleicht noch viel Spaß beim Tal der Wikinger spielen. Dankeschön und viel Spaß weiterhin. Euch auch. Tschüss.